Willkommen zum dritten Workout. Wir arbeiten heute wieder mit 10 Wiederholungen und ihr habt wieder 20 Minuten Zeit. Falls euch das Ganze zu langweilig sein wird, dann rate ich euch dazu, das als Intervall zu machen. Das heißt, ihr arbeitet 20 Sekunden und macht 10 Sekunden Pause und wiederholt das Ganze 8 Mal. Dafür braucht ihr nur ein Handy mit Timer. Die 8 Mal 20 Sekunden arbeiten und 10 Sekunden Pause macht ihr natürlich pro Übung und nicht pro gesamtes Workout. Ihr könnt das auch variieren mit 30, 15 oder 45, 15. So wird euch auf jeden Fall nicht langweilig. Wir machen hier heute erstmal 10 und ihr habt 20 Minuten Zeit. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Erste Übung. Ihr geht runter in den Seitarmstütz und ihr zieht die Knie an und springt auseinander. Anziehen, auseinander. Anziehen, auseinander. Und locker arbeiten. 4, 3, 2, 1 und lösen. Ihr kommt auf den Bauch, legt euch flach hin. Jetzt hebt ihr Arme und Beine an, Knie sind weg vom Boden, ihr streckt die Arme und zieht sie an. 10 Mal das Ganze. Kopf geht zum Boden, aber nicht auf den Boden ablegen. 3, 2, 1 und lösen. Ihr bleibt auf dem Boden. Dann streckt ihr euch, kommt hoch. Füße sind aufgestellt. Ihr kommt zu den Füßen, mit den Fingerspitzen berühren nach vorne und runter. Zu den Füßen und runter. Weit die Bewegung und die Beine sind gestreckt. Tief und runter. Weit arbeiten. 3, 2, 1 und der letzte runter, hoch und ran. Das war jetzt viel auf dem Boden, wir arbeiten oben weiter. Runter in Ausfallschrittposition. Knie kommt nicht über die Fußspitze und 10 gesprungene Ausfallschritte. Hinteres Knie schön tief. Locker arbeiten. 2, 1 und lösen. Viel Spaß beim Nachmachen.